Das Wort Rezeptor leitet sich vom lateinischen Wort recipere ab, was so viel heißt wie aufnehmen oder empfangen. Jede Zelle im Körper trägt kleine Eiweißmoleküle an ihrer Zelloberfläche. Diese Eiweißmoleküle bieten Angriffsfläche für Botenstoffe und über die Aktivierung dieser Rezeptoren können dann Informationen an die Zelle weitergeleitet werden. Oder anders gesagt, man muss sich Rezeptoren wie kleine Antennen an der Zelloberfläche vorstellen, an denen Botenstoffe andocken und die Information an die Zelle weitergeben. Ein Signalstoff, oder auch Botenstoff genannt, ist ein chemischer Stoff, welcher an einem Rezeptor binden kann und Informationen über diesen Rezeptor an spezifische Zellen weitergeben kann. Hormone sind klassische Botenstoffe, die über Rezeptoren an bestimmten Zellen binden. Wir wissen zum Beispiel, Brustkrebszellen oder auch gesunde Brustzellen sind stark hormonabhängig. Wir wissen, dass Zellen in der Gebärmutter hormonabhängig sind. Dadurch funktioniert erst der weibliche Zyklus, weil Informationen und Signale an diese Organe spezifisch über diese Hormone weitergegeben werden. Ein Hormonrezeptor ist ein Rezeptor, welcher spezifisch die Informationen von Hormonen an Zellen weitergibt. Wir wissen, dass es stark hormonabhängige Gewebetypen gibt. Hierzu zählt zum Beispiel das Brustdrüsengewebe oder auch das Gewebe in der Gebärmutter. Die Hormonrezeptoren leiten diese Informationen an die entsprechenden Zellen weiter und es kommt dann entweder zum Wachstum oder auch in manchen Fällen zum Absterben von bestimmten Gewebetypen. Dieser Mechanismus wird auch als Signaltransduktion oder Signalübermittlung bezeichnet. Diese Botenstoffe binden direkt am Rezeptor der Zelle und die Zelle wird dann aufgefordert, bestimmte spezifische Funktionen durchzuführen. Im Falle von Brustkrebs tragen Hormone dazu bei, dass über den Hormonrezeptor die Zelle zum Wachstum angetrieben wird. Prinzipiell tragen alle Zellen Rezeptoren an ihrer Oberfläche. Die Art und die Anzahl von Rezeptoren unterscheidet sich jedoch je nach Zellart. Oder anders gesagt, ich kann anhand der Rezeptoren auch einzelne Zelltypen voneinander unterscheiden. Bei den meisten Zellen und Gewebsarten gibt es keinen altersbezogenen Unterschied in der Expression von Hormonrezeptoren. Wir wissen allerdings, dass bei Brustkrebs die Hormonrezeptoren häufiger bei älteren Patienten vorkommen als bei jüngeren Patienten.